Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und mit Operation Windbastion werden noch einige Operator verändert. Mute, Clash, Smoke, Legion, Sophia, die gehen mir alle durch und eine Map wurde auch aus dem Rankpool rausgenommen, was ich ziemlich gut finde, aber fangen wir erstmal mit den Operatoren, die verändert wurden. Fangen wir mit Mute an. Mute bekommt eine neue Sekundärwaffe und zwar ist es die SMGL von Smoke. Wir wollen Mute als Wahl etwas attraktiver machen und ihn insgesamt etwas stärker machen. Wenn man ihm zusätzliche Vielseitigkeit bei der Verladung gibt, sollte man beide Anforderungen erfüllen. Wir erhöhen auch leicht den Schaden an der SMGL. Ja, den ein oder anderen Mute-Spieler wird das sicherlich erfreulich sein und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass Mute auch eine SMGL hat. Freut mich auf jeden Fall. Weiter geht's mit Clash. Und zwar wurde der Stromschaden von 3 auf 5 Schaden pro Tick erhöht, das ist fast das Doppelte. Ubisoft begründet das dadurch, dass sie mittlerweile schon ein klein wenig schwach ist und mit Nomad wird sie halt noch schwächer. Deswegen haben sie gesagt, dass wir den Schaden von 3 auf 5 erhöhen. Ich bin gespannt, kann jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber schauen wir mal, was daraus wird. Legion wird auch ein klein wenig verändert und zwar wird die T5 SMG ein klein wenig genervt. Ubisoft ist eigentlich ziemlich zufrieden mit Legion, aber die wollen ihn ein klein wenig schwächer machen, damit er auf der optimalen Position ist, so wie es Ubisoft gesagt hat. Ich bin gespannt. Sophia wird auch verändert und zwar wird die Gesamtzahl der Erschütterungsgranaten von 3 auf 2 reduziert. Sophia verfügt derzeit über zu viele Geschosse und kann im Vergleich zu ihren Teamkollegen zu viel Nutzen bieten. Ich glaube, das haben wir auch gesehen, die in der Pro League geschaut haben. Da wurde einfach so zugespammt zu den ganzen Verteidigern. Die wussten nicht, wo vorne oder hinten ist. Aber jetzt von 3 auf 2 schon ja, eine Reduzierung. Da überlegt man sich zweimal. Setze ich das jetzt ein oder warte ich lieber? Ist auch eigentlich nachvollziehbar, wie ich finde. Und Smoke wurde ja auch klein wenig verstärkt, dadurch, dass die SMG-11 ein klein wenig gebufft wurde. Machen wir mit dem Ranked Map Pool weiter. Und zwar wurde aus dem Ranked Map Pool Theme Park entfernt. Theme Park ist jetzt ein Casual Map Pool, dafür ist Fortress mit drin und Kaffee bekommt einen Map Buff. Wann das genau sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir können davon ausgehen, dass in den kommenden, Kaffee verändert werden wird. So, wir bekommen auch anscheinend eine neue Wurfkurve. Ich lese das mal kurz vor. Wir haben die Wurfkurven für abwerfbare Gadgets geändert, um die Bedingung einfacher und komfortabler zu gestalten. Alle Wurfkörper verwenden nun diese neuen Wurfkurven mit Ausnahme der Nitrozelle. Die Nitrozelle wird nicht diese Wurfkurve benutzen, da sie in eine andere Kategorie eingeordnet wird, die als schwerer Wurf definiert ist. Die Wurfkörper, die unter anderem schweren Würfe fallen, reichen nicht bis zum normalen Wurf. Ich kann mir jetzt nicht so viel vorstellen, wie stark das verändert wird. Das werden wir ab morgen dann herausfinden in den Technical Tests. Aber ich bin auch gespannt und ja, soll einfacher sein. Nitro Gadget soll so bleiben, wie es ist. Oder Nitrozelle besser gesagt. Ich bin gespannt, wie das wird. Da gab es jetzt ein, zwei weitere Änderungen, die ich jetzt nicht so wichtig fand. Deswegen belassen wir es bei den Informationen. Und für Jahr 4 gab es nicht. Ich dachte, das kommt gestern, aber ist doch nicht gekommen. Falls es da noch irgendwas geben sollte, werde ich das na klar hochladen. Und ja, das waren die Informationen, meine Freunde. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch nicht abonniert hast, kannst du auch gerne abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.